Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder mit der Josie und wir drehen heute ein kleines Real Talk Video. Eigentlich war nicht geplant, dass es ein Mukbang wird. Es wird aber ein Mukbang, weil wir so waren. Surprise, surprise. Wir stehen auch auf dem Rewe Parkplatz. Wir hatten Hunger. Also ja, ich hatte heute noch nicht. Du hast noch gar nichts gegessen. Nee, ich habe nur ein bisschen gesnackt bei diesen Fischlis. Ah ja, das habe ich in der Memo gehört. Sie so, also. Josie, du kannst dann. Auf jeden Fall haben wir uns geile Salate geholt. Und ich habe mir so einen Nudelsalat geholt. Und ich wollte eigentlich zu Maggis, aber heute sind wir mal ein bisschen healthy unterwegs. Also Pasta-Salat mit Fusilli, Paprika, Feta und Zucchini. Dann habe ich mir noch einen Donut geholt. Einen blauen. Das war der einzige blaue. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Und dann haben wir uns noch beide einen nice Salat geholt. Guck mal, wie viel ich mir geholt habe. Das ist mein Breakfast und mein Lunch. Ein Pearl Couscous Salat mit Kichererbsen und Joghurtdressing. Und it sounds delicious. Ich weiß nicht, was ich zuerst essen soll. Ich glaube, ich mache den zuerst auf. Also ich habe so einen Edamame. Naja, eigentlich finde ich das voll komisch, das zu essen. Aber ich habe den gleichen Salat mit Edamame und so Gemüsebällchen. Wo ich hoffe, ich weiß echt nicht, ob man die so essen kann. Sieht schon ein bisschen sad aus. Oh, so. Lecker. Der Salat ist gut. Schmeckt wie damals in der Schulzeit. Wir haben ja immer so einen Gegeln. Ja, ist echt gut. So Curry auch, ne? Mhm. Oh. Oh nein, die hat wirklich was. Guck mal. Ich glaube wirklich, dass die deswegen nicht mit durfte. Boah, wie die riechen. Die riechen halt so. Die riechen nach Fleisch, obwohl das fast Falafel ist. Oder ist es? Es gibt in Ikea jetzt diese vegetarischen Köttbullar. Und so schmecken die auch so ein bisschen. Okay, ist lecker. Und ihr habt abgestimmt, welches Real Talk Thema wir heute besprechen sollen. Und das Most Wanted Thema war Tipps, um sich in seinem Körper wohlzufühlen. Ich kann lesen. Tipps, um sich in seinem Körper wohlzufühlen, trotz unreiner Haut oder paar Kilo mehr. Und ich habe auch noch andere Themen, die besprechen wir dann das nächste Mal. Aber das war so Number One Thema, dafür haben die meisten abgestimmt. Ja, perfekt, Anso. Perfekt. Super. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mal vorneweg, ich habe keine Lust, weil ich habe mir die Kommentare angesehen zu dem letzten Video mit Arthur, mit diesen Fragen. Und da ging es auch um Innie und Outie. Ja. Und ich habe auch viele so Kommentare bekommen, die für uns gesprochen haben. Und ich will, dass Arthur da selbst drauf eingeht, weil sehr viele haben gesagt, es ist nicht Ansos Fault und so. Ja. Es ist zwar mein Channel und ich habe... Nee, aber verstehe ich auch. Aber ich finde, das hat aber auch was mit dem Thema zu tun, worüber wir jetzt sprechen. Und bei Arthur kann das trotzdem nicht nachvollziehen aus der Sicht eines Mädchens. Okay, Leute, also das Erste, worüber wir sprechen, ist ein Thema, weil Josie und ich da uns auch privat drüber unterhalten haben, weil wir haben in dem Frauenarzt-Thema... Boah, der ist scharf, aber richtig geil. Wir haben bei dem Get Ready With Us über dieses Frauenarzt-Thema gesprochen, auch über Innie und Outie. Ich möchte mich an der Stelle direkt erstmal sagen, ich wusste nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Ich weiß nicht, ob man das in dem Video so gemerkt hat, aber ich habe mir danach auch sehr viel die Kommentare durchgelesen, die unter dem Video waren, und da hat auch jemand gesagt, dass meine Reaktion irgendwie naiv und so ungebildet wirkt und so. Und ich muss halt echt sagen, wahrscheinlich war ich, was das angeht, auch irgendwo ungebildet. Ja, was ist ja aber auch so. Du weißt es ja nicht. Ich kannte das einfach nicht so, aber ich wusste halt nicht, dass es wirklich so zwei straight up verschiedene... Ja, es gibt bestimmt noch mehr. Nee, aber es gibt ja Innie und Outie. Und das ist ja so ein Überdings, weißt du? Und da drin variiert das ja nochmal mal extrem und so. Und jeder sieht anders aus. Ich wusste das nicht und dann haben wir das ja gegoogelt. Und dann war meine Reaktion, weil dann halt so Bilder aufkamen auf dem Handy. Sondern da kam ein Screenshot basically aus einem im Google direkt drin. Und ich fand das sehr, also ich finde ja, das war das halt direkt, ich wenn diese Inhalte direkt sehr abneigend. So. Stell dir mal vor, du bist 11 und googelst das. Und dann bist du so direkt so traumatisiert irgendwie, weil ja, Bonus halt und so. Deswegen habe ich halt gesagt, weil ich halt bei diesen Filmchen einfach nicht so eine, ich weiß nicht, das ist halt was, womit ich nichts anfangen kann. Ja. Und das, ich würde halt niemals die verschiedenen und deren Aussehen als I bezeichnen. Das wollte ich an der never. Stelle mal klarstellen. Hi. Wir können gerade, wir filmen gerade. Oh, ich habe mich erschrocken. Ich dachte gerade, es wäre ein Junge. Boah! Ich hatte nur das Gesicht noch nicht gesehen, sondern nur die Haare, Junge. Ich dachte so, was ist denn jetzt los? She's not cheating on you. Arthur hat er so, let me just call. Schmeckt der gut? Ja, aber ja, viel salatiger halt als deiner. Also so mehr grün. Auch mit so Petersilie. Ach so, ich weiß jetzt genau, was ich meine. Das schmeckt ein bisschen wie Sushi. Ach so, genau. Die können ja generell, als Zuschauer kann man ja nicht sehen, was wir genau. auf dem Handy gesehen haben oder so. Und generell ist es halt so, dass ja das oft so ist, das fällt einem ja bei noch größeren YouTubern auch immer auf, dass alles, was gesagt, Alter. Anso! Das ist not my Absicht.
dass alles, was gesagt wird und so, wird auseinandergenommen und kritisiert und jeder kleinste Kommentar wird irgendwie dazu genutzt, um das halt so umzudrehen. Ja, aber also, kleiner Disclaimer, das Ding ist halt auch gerade bei so Themen, um das jetzt mal kurz zu erklären, müssen wir als YouTuber auch aufpassen, was wir reinnehmen, weil das Video gesperrt wird. Auf 18, es wird auch nicht monetarisiert, da sage ich euch ganz ehrlich so, man kriegt dann auch kein Geld dafür. Das ist auch was, ein Point, warum viele YouTuber das piepen und so. Und ich bin immer sehr vorsichtig, weil ich auch keinen Bock habe, dass so wenige, weil dann wird es unter 18 eingeordnet, dann können nur noch Leute über 18 das gucken. Und ich habe viele Zuschauer, die auch über 18 sind. Das sehe ich ja in meinen Analytics-Dingern. Aber ich habe auch viele, die unter 18 sind. Und es wäre halt einfach so dieses, gerade für die ist so, sind so Themen ja auch wichtig. Und gerade solche Leute fragen mich. Und dann ist es halt einfach blöd, wenn ihr es nicht seht. Und ich finde halt auch, man muss nicht so eine vulgäre Sprache in Videos haben. Und deswegen piep ich halt immer alles. Und es ist halt einfach so dieses Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mir in der letzten Zeit extrem viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe mit Josie drüber geredet, ich habe mit Arthur drüber geredet. Ich habe mir die Kommentare nachts durchgelesen. Ich habe überlegt, sage ich dazu was, sage ich dazu nichts. An alle, die immer noch nicht checken, worum es geht, guckt das Video. Guckt eigentlich das Video von Arthur und mir, jetzt gar nicht gegen dich, aber da haben wir über, also Fragen, die ein Junge beantworten soll. Da kam das große Thema auf, weil bei uns war das ja nicht so, da ging es um keine Meinung. Da habe ich sie einfach nur, genau, da war es einfach so, es gibt's und sie war so, ach so, ja, okay. Und bei Arthur war es halt so, da ging es um die Präferenz, was präferieren Jungs und viele haben halt gesagt, und er hat gesagt, ja, Inni. Ich habe auch Anso direkt, nachdem ich das Video angeguckt habe, angeschrieben und wir haben da uns, wie gesagt, wie sie auch gerade schon gesagt hat, ziemlich viel darüber unterhalten, weil ich halt eine sehr krasse Meinung auf einmal dazu hatte und das Gefühl hatte, da muss unbedingt drüber gesprochen werden, weil so, es gibt so viel, wo die Menschen sich gegenseitig vergleichen, so viel Äußerlichkeiten, so viel Schönheitsoperationen, was ja auch schon mal bei uns ein Thema war, wo die Leute irgendwie alle das Gefühl haben, sich zu verbessern, sich zu vergleichen. Weil es ein Ideal gibt. Genau, und das Ding ist halt, das ist irgendwo natürlich. Es gab schon immer Schönheitsideale, wirklich schon früher, wirklich immer. Mittelalter, es gab alles. Die Leute, es gab eine Zeit, wo es unglaublich attraktiv war, wenn die Frauen breit waren, es gab eine Zeit, wo es attraktiv war, dass die Frauen wirklich dick waren, weil das für Wohlstand stand. Es herrschen ja auch in östlichen Regionen so andere Schönheitsideale. Es ist ja jetzt gerade, wir sind hier in so einem Kreis und es ist so ein, das ist halt viel von Amerika, habe ich das Gefühl. So Kylie Jenner und sowas. Das ist so der Fokus und ich bin so, the fuck? Wie ich halt schon meine, man vergleicht sich in so vielen Sachen. Es gibt Schönheitsideale und so, aber ich finde, ein Punkt, wo es keine Schönheitsideale zu geben hat, ist dein intimster Part deines Körpers. Ist ja nicht so, dass du draußen rumläufst und du kannst dein den ganzen Tag über mit von den anderen Frauen vergleichen, die du siehst. Und deswegen finde ich halt so, man sollte sich confident fühlen, egal was man hat. Aber um jetzt, ich will nicht Arthur in Schutz nehmen, aber ich will es ein bisschen erklären. Und das Ding ist halt so, die Kommentare, die für mich gesprochen haben, beziehungsweise für das Video, beziehungsweise nicht gegen Arthur, das waren halt Kommentare, die ich halt auch ein bisschen verstehen konnte. Ich verstehe dich, dass du sagst, da gibt es keine Schönheitsideale. Und das fühle ich auch und ich finde, es sollte auch so sein. Und kein Junge, im Endeffekt juckt es wirklich kein Junge. Weil man das einfach nicht so oft sieht. Wenn du nackt rumlaufen würdest, dann würde man auch eher sagen, dann wäre das ein Ding wahrscheinlich noch. Weil jetzt siehst du braune Haare oder blonde Haare. Oder braune Augen und oder das. Und manche Jungs stehen auch einfach mehr, wenn man keine Pickel hat. Es gibt viele Jungs, die mich wahrscheinlich wegen meiner Akne nicht nehmen würden. Ist einfach oberflächlich, aber es ist einfach die Realität leider. Wenn die Frage gestellt wird, natürlich hätte man das anders sagen können. Und ich sage auch ganz ehrlich, wir sind unsensibel rangegangen. Vor allem Arthur, weil er die Antwort gegeben hat. Und ich habe versucht, das in die Richtung zu leiten. So. Ja, das hat man auch gemerkt. Ich habe so gedacht, so, shit, das hat er jetzt voll falsch gesagt. Das Ding ist halt, also du hast ja auch dann... Oh, Alter, Anso. Hell no! Ja. Das Ohr, der ist so lecker. Verteile dir erstmal ganz laut so, damit sie noch meine Haare so lange was davon hat. Sobald du halt in so einer Position bist, wo dich halt mehrere Leute gucken, dir zuhören und so weiter, nimmst du ja automatisch, hast du Einfluss auf die Leute auch, weißt du? Und dann ist es halt so, ja, natürlich, so, man sollte seine Meinung äußern können und dürfen, aber es gibt halt auch einen Punkt, wo man halt einfach seine Meinung haben kann, aber sie nicht unbedingt preisgeben muss. Und das ist halt einfach was, so jeder macht mal irgendwie Fehler. Ich finde, da sollte man sich jetzt auch nicht so dran aufhängen an dem, was er gesagt hat. So, ich glaube, wir können alle irgendwie agreeen, so, das hätte man besser angehen können. Er hat auch danach gesagt und er war sogar nach dem Video so, ja, das, weil ich habe gesagt, ich glaube, das kommt nicht gut an. Und ich wollte es auch jetzt nicht reinschneiden und dann war ich aber so. Du meinst ja, du hast auch schon einiges rausgenommen, ne? An Material. Ja, aber er hat jetzt wirklich nie irgendwas gesagt, wo ich so war, okay, es geht gar nicht. Weil sonst wäre ich auch so dieses, dann wäre ich auch gegenüber ihm so ein bisschen so. Weil es ja auch mein Freund, dann wäre es auch ein bisschen weird so, wenn ich so wäre, dieses Digga. Aber so einfach auch wegen der Länge des Videos habe ich rausgenommen Sachen. Ja, ja. Und ich wollte halt auch mal Fragen nehmen, die halt nicht so oft beantwortet werden. Und es ist dann auch meine Schuld, wenn ich mich dann da so reinrenne und denke, okay, das beantworten wir. Und nicht checke, dass es damit Leute verletzt. Und das ist halt dann irgendwo doch eine Grenze. Ja. Ne? Weil du bist ja schon jemand, der sehr offen und sehr viel, und das mögen die Leute ja auch an dir. Aber man muss halt bei gewissen Sachen dann doch einfach aufpassen und so diese Verantwortung übernehmen, die man halt dann in der Position auch hat. Und ich möchte dann so da irgendwo auch einen Schutz nehmen und sagen, dass das irgendwie
halt ein Fehler ist und wir haben da viel drüber gesprochen und so. Und das hat für mich halt dann auch wirklich viel mit diesem Thema, worüber jetzt das Video eigentlich geht, Self-Love und Konfidenz in welche Mangel, die man haben sollte. Aber das ist halt für mich eben die Ding, das ist kein Mangel. So, ich bin der festen Meinung, dass dieses Schönheitsideal von den Innies aus der Industrie kommt und ziemlich common, dass die Frauen eine Innie haben. Und dadurch, dass diese ja, natürlich gibt es da auch alles Verschiedene so, aber dadurch, dass die ganzen Leute mittlerweile immer früher Zugriff auf diese ganzen Medien haben und dass es immer leichter ist, darauf zuzugreifen und so, weißt du? Stell dir mal vor, es wäre genauso falsch gewesen, hätte er gesagt Auto. Ja. Was stehst du, Innie oder Auti? Auto. Würde halt auch zu ihm passen, weißt du? Scheiße, Mann. Ich meine... Nein, aber stell dir mal vor, er hätte gesagt Auti. So, das Ding wäre, dann hätte man alle Innies kritisiert. Und das Ding ist halt, ich fühle alles, was Josie sagt. Und ich bin auch bei euch. Und das war ein Fehler. Und ich bin sehr dankbar, dass ich kaum Hate abbekommen habe. Das war alles, es hätte viel schlimmer ausenden können. Es hätten Hate-Kommentare kommen können von wegen, ihr habt so, ihr seid solche, weißt du, wie ich meine? Mhm. Es gibt Shitstorme, da hast du keinen Bock mehr. So hilfreiche Kritik. Ja, ihr wart halt so, ja, ich will nicht fronten oder so, aber das hättet ihr so und so machen können. Und da war ich auch sehr dankbar und dadurch konnte man es auch besser reflektieren. Aber für mich ist es halt einfach irgendwo ein Point. Ich sag nicht, was ich habe. Ich sag nicht, ob ich Innie oder Outie habe, aber wie kann ich das jetzt sagen? Wie meinst du denn? So, wenn Arthur immer guckt, also wenn Arthur immer Filmchen guckt, Und stellt euch vor, ich habe keine Innie. Kann ja sein, okay? Mhm. Sagen wir jetzt einfach, egal ob es so ist oder nicht. Es würde mich trotzdem nicht jucken und es würde ihn auch nicht jucken. Und jeder Junge oder jedes Mädchen, die lesbisch oder halt hetero ist, also jeder Junge oder jedes Mädchen, der mit einem Mädchen hat und darauf achtet, kann man sowieso vergessen. Ist sowieso ein dummer Hund. Du gehst eigentlich in den Club, knutscht mit jemandem rum, also als Typ jetzt, sagen wir, du machst mit einer rum, nimmst sie mit zu dir nach Hause, ziehst sie aus und lässt sie dann da liegen oder schickst sie nach Hause, weil die Innie hat und du lieber Auto willst oder andersrum. Ja, aber das kann man auch sagen bei das oder ist unreif. Ja genau, aber die siehst du ja direkt von außen. Da machst du ja direkt eine Wahl. Junge, weißt du, was ich wenn meine Typ pushen kann? Ja, aber wenn ein Typ auf große steht, dann sucht er sich in der Crowd jemand mit größeren. Weißt du, also das ist ja was. Schmeckt ja nicht. Soll ich mal probieren? Nee, ich bin gerade noch nicht bei süß. Der ist so trocken. Willst du jetzt zwischendurch so ein Ding essen? Ich esse immer süß, salzig, kerzhaft, spicy. Gönn dir. Ich glaube, das hat auch wirklich viel mit Reife zu tun. Ich habe da auch einen Kommentar von einem Typen gesehen, der auch gesagt hat, also ich habe die ganzen Kommentare immer durchgeleckt, weil ich das irgendwie ziemlich nice fand, dass da auch Typen ihre Meinung zu geäußert haben. Also Props an die Typen, die das gemacht haben. Das schmeckt voll nach Fleisch. Findest du? Ich finde, es schmeckt schon relativ, also so veggie. Ich finde, es schmeckt voll nach Hack. Ja, von den Gewürzen halt. Das ist halt immer das, was so... Ja, voll gut die Alternative. Oft sind ja dann auch die Leute, die da eine Präferenz haben und irgendwie sagen wir, die sind von Filmchen beeinflusst. Die sind dämlich. Die haben dann teilweise selbst noch gar keine sexuellen Erfahrungen. Das ist halt irgendwie dann das Problem, finde ich. Weil wenn du gar nicht mehr so... Ich weiß nicht, ich finde das schwierig, gerade meinen Punkt zu äußern. Die Jungs, so freue mich nicht, dass die Jungs, mit denen ich darüber gesprochen habe, hatten alle keine Präferenz darüber und haben auch noch nie mit ihren Jungs darüber gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen... Das war vielleicht einmal. Und ihr müsst euch mal überlegen, bei Arthur ist es genauso. Wenn jemand einen Man weiß auch nicht, mit wie vielen er dann darüber gesprochen hat. Weil er hat gesagt, seine Jungs. Ja, das sind drei Leute. Sind das fünf, sind drei Leute. Und er hat einfach zwei Meinungen gehabt und er hat dieses Bild gehabt. Und vielleicht, Arthur steht auf Innies. Ist halt dann einfach so. Mhm. Es heißt, das Ding ist, was du gerade gesagt hast, ich krieg das ja mit, ich bin ja in der Jungsgruppe oft. Und wenn die erzählen, dass die oder die Tuss oder die hat mal das und das, es kam auch noch nie dazu, oh, die hat richtig krasse oder weißt du so, die hatte voll den kleinen oder die hatte so einen dicken. Das wurde noch nie gesagt, noch nie, weil es einfach nicht essentiell ist, es ist einfach egal. Und das so, wenn wir jetzt mal so aufs allgemeine Thema gucken, worüber wir eigentlich reden, über die ganze Selbstliebe und sowas, weißt du, wenn man jetzt mal von dem Indian-Auto-Thema wegguckt, ich finde gut, dass Arthur und ich nicht absolut weggehatet worden sind, dafür bin ich euch auch sehr dankbar und ich hoffe, ihr versteht, was wir jetzt meinten und dass ich es auch reflektiert habe alleine, weil Josie war da ja gar nicht involviert, aber so, dass wir wirklich drüber reden, dass ich mir da auch Gedanken drüber mache und es in keinster Weise von mir beabsichtigt war, jemanden weh zu tun und ich habe wirklich versucht, ich hätte es eigentlich komplett rausschneiden sollen und es fällt mir jetzt auch im Nachhinein auf und ich hätte es auch gern rückgängig gemacht, aber ich habe einen Fehler gemacht, trotzdem habe ich meine Meinung dazu, die vielleicht nicht jeder genau so sieht, aber ich verstehe alles und ich sehe auch alles wie Josie, trotzdem habe ich noch so einen anderen Teil von Meinung und was so allgemein Selbstliebe und sowas angeht, das ist so das beste Beispiel dafür, dass man eigentlich sich gar nicht erst vergleichen sollte, weil ich wünsche mir so für unsere Generation und für alle kommenden Generationen, dass dieses
ganze Body Positivity, ja, dass das ein Ding wird. Das, ja, aber das so Schönheitsideal, auf Ernst. Weil es gibt so viele Schönheitsideale, die gesellschaftlich bestehen und so, aber warum ich hoffe ist einfach, dass man irgendwann, genau, ich hoffe einfach, dass es irgendwann jetzt auch mal an der Reihe ist, zu sagen, so all bodies are beautiful, ja, weißt du? Also es so ist ja auch eigentlich so eine Message, nach denen jeder jetzt strebt, der so, der auch Body Positivity vertritt und sowas, mhm, aber es ist halt trotzdem noch voll eingedämmt. Man guckt das trotzdem Media noch an. Ich, ja, finde genau, das so. Ich meine, ich glaube, ich habe das Gefühl, es wird schon langsam, bewegt sich das mehr und mehr dazu, aber ja, so, das ist einfach sowas, wo wir schon so oft drüber gesprochen haben, so you gotta learn to love yourself. Wenn man jetzt auch mal von dem körperlichen Thema wegguckt, so, also wenn man das jetzt mal so weglässt, mhm, weil ich kann da relaten, so die Frage war ja auch, ich habe auch voll auf Fragen bekommen von wegen Pickel, ja, mhm, einfach Akne oder wenn man ein bisschen zu viel auf den Rippen hat, für sich. Ich meine ja, nicht, ja, dass es da ein Ding gibt, sondern wenn du mit deinen 60 Kilo zufrieden bist und hast dann 63 und fühlst dich unwohl, weil du ja, die 63 an dir nicht magst, heißt nicht, dass 63 zu viel oder zu wenig ist, egal für wen. Das ist egal, wie viel mhm, ihr wiegt. Außer es geht wirklich in die gesundheitliche Sache rein. Dann finde ich, ist sowas, da bin ich wirklich an einem Punkt, mittlerweile, und das ist mir vorgestern aufgefallen, wir waren spazieren, meine Mama und ich war ungeschminkt und ich habe weggeguckt, als jemand kam, weil ich wollte, dass er meine Pickel sieht. Und da dachte ich mir schon so, das war so, wenn ich geschminkt bin, ist alles gut, man sieht meine Pickel trotzdem, aber damit kann ich gut leben, weil mich juckt es dann irgendwie nicht. Dann fühle ich mich wie früher, als ich keine Pickel hatte. Aber mittlerweile, wenn mich Leute, ich bin so froh, dass ich eine Maske tragen muss, weil man meine Pickel nicht sieht. Und ich bin so dieses, eigentlich will ich euch sagen, drauf, aber ich kann selber gar nicht, weil ich einfach genau weiß, wie unwohl man sich fühlen kann und ich weiß auch, wie es ist, wenn man für sich zu viel wiegt, wenn man denkt, man wiegt für sich zu viel, wenn man sich nicht mehr schön findet, so wie man gerade aussieht. Wen juckt es denn im Endeffekt, weißt du? Und auf Insta diese ganzen Bauch flach, Rippen reingezogen, Arsch raus, Pisse raus, Gesicht glatt und ich gebe zu, ich bearbeite auch mein Gesicht und wenn mein Po auf dem einen Bild unvorteilhaft aussieht, würde ich den auch ein bisschen rausziehen, sage ich ganz ehrlich. Das ist einfach so dieses Influencen. Weil nicht, dass Influencer so sind, sondern so diese, wenn du halt irgendwie siehst, es werden ja auch manche exposed. Es gibt ja auch diese Exposing-Seiten, wo man dann sieht, was geändert wurde oder auch Surgeries und sowas. Jeder kann machen, was er will und wenn er so aussehen will, dann ist es auch vielleicht ein Schönheitsideal, was man selber wirklich einfach anstrebt. Mhm. Weil Kylie Jenner, wen hatte die denn als Vorbild? Die hat das so gemacht und jetzt gehen alle nach ihr. Aber natürlich hat die es wahrscheinlich von irgendjemandem so gesehen. Aber wenn, es gibt manche, die finden dicke Lippen schön. Aber es gibt auch manche, die finden nicht so dicke Lippen schön. Oder nicht so großen Po. Diese glatte Haut, was ist denn daran? Also klar, ich verstehe das, ich hätte auch gerne glatte Haut. Aber wenn ich Leute sehe, die Pickel haben, merke ich das gar nicht. Ich hatte ja auch mal relativ unreine Haut eine Zeit. Also so 6., 7., 8. Klasse würde ich sagen. 9. Klasse auch noch. Da war so die Hauptphase. Bei mir war das auch relativ schlimm. Da habe ich auch wirklich wenig Confidence gehabt zu der Zeit, muss ich sagen. Also da war ich aber generell auch noch ein unerfahren, also nicht, also das man auch immer unerfahrenes so shy little girl so. And now I'm a badass bitch. Aber Leute, ich fühle euch, ich habe oft Phasen, zum Beispiel gestern saß ich im Bett und ich habe einfach an meinen Beinen rumgedrückt und gezogen, wie ich sie gern haben würde. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, scheiß drauf, ich esse jetzt noch ein Müsli. Ich esse jetzt noch ein Müsli. Ich kann froh sein, dass ich laufen kann. Ich kann froh sein, dass mein Körper so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und es juckt keinen. Ich esse jetzt noch ein Müsli. Ja, weil ich war so ganz ehrlich, du denkst gerade, du wiegst zu viel, dann isst du jetzt einfach noch was. Weißt du, mach's doch einfach. Wenn dein Körper gerade Bock hat, weil ich war so, soll ich mir noch was holen, hab dann rumgefummelt. Mm, dann war ich so, okay, ist das eigentlich, ja, bist du eigentlich bescheuert? Ich habe mich einmal selbst ertappt, wie ich einfach gucke. So, und ich habe dann so im Spiegel geguckt, weil mein Spiegel ist ja jetzt neben Bett. Er hat mich wirklich angeguckt. Ich war so, was machst du da? Aber es kann mal gut tun, wenn man einfach oder mal, zumindest, du musst ja nicht mal Social Media löschen. Aber so den Accounts, wo du merkst, du guckst dir die an. Und bist so, und bist scheiße. So, boah, ich hab, das ist anders, ja, bei mir. Und das, entfolgt den einfach. Ja. Und dann folgt lieber ein paar Seiten, die die Body Positivity ausstrahlen. Weil so, das ist so viel wichtiger und so viel, ja, das brauchen wir einfach realer alle und besser. Und Und einen Punkt kann ich euch sagen, und das hat mir meine Mutter damals erklärt, vor allem als ich Pickel hatte. Jeder Mensch, egal wie die aussehen, ob die wirklich eine schmale Taille haben, ich rede jetzt vom Schönheitsideal. Also okay, mhm, ich pauschalisiere das jetzt so, wie es auf Social Media meistens dargestellt wird. Also, nee, schmale Waist, breite Waist? So Hourglass. Ja, Hourglass-Figure und sowas. Ja. Selbst die Leute haben Struggle so mit sich. Und auch wenn es manchmal nicht Sachen sind, die am Körper sind, jeder hat Struggle im Leben. Manchmal sind Sachen, die mit der Familie zu tun haben, Geldprobleme, was weiß ich, so viele Sachen. Und es ist so was Unwichtiges, sich auf den Körper so zu konzentrieren. Es gibt so viel wichtigere Dinge. Genieß einfach dein Leben. Du hast keinen Mehrwert davon, wenn du dich über deinen Körper aufregst. Klar, wenn du abnehmen möchtest, dann kannst du es machen. Und dann schaffst du es auch, wenn du trainierst und dir ein Ziel setzt und dich dann wohler fühlst, dann go for it. Aber nicht, du fühlst dich eigentlich wohl und dann sagt jemand was. Stell dich vor, ihr guckt mein Video und ich sag, nee, dicke Brüste, sonst nicht.
Und ihr seid dann so, eigentlich war ich zufrieden mit mir, aber ich habe eigentlich keine dicken Brüste, was jetzt? So, no. Ja. So, nein. Meine Frage ist immer, wen es juckt? Ich sehe dann auch manchmal Frauen und denke mir so, boah, die hat aber echt einen nicen Körper. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich dadurch sage so, meiner ist scheiße. Mein Körper scheiße, ja. Aber so, ich weiß nicht, bei mir hat sich das einfach irgendwie so verändert im Laufe der Zeit, dass ich so Appreciation für die anderen Körpertypen, weil so, ich bin ein Bodytype von so vielen verschiedenen. So, Anso und ich, wir sind nicht mal 100% der gleiche Bodytype. Gar nicht. Und das ist irgendwie so accepting alle, die es gibt und sich damit eben sich auch selbst zu akzeptieren. Ja, und nicht einen höher stellen, sondern alle gleich stellen. Jeder ist gleich schön. Es gibt nicht was schöner ist. Es gibt was für dich schöner ist. Du findest vielleicht das und das schöner, aber es gilt nicht für die Allgemeinheit. Und ich denke mir auch so, ganz ehrlich, wenn ich Josie sehen würde, dass sie zunimmt, würde ich nie irgendwas Schlechtes denken. Und ich habe auch schon mal mit Arthur drüber geredet. Und ich denke mir immer, weil Arthur hat mir letztens auch so ein Ding geschickt, da hat einer erzählt, so, du siehst auch so oder so gut aus und hat mir das geschickt und war so, hörst du mal, hör mal zu und so. Es hat mich voll gefreut, dass der da so mit drüber nachdenkt, so dass mich zu beschäftigen. Ja. Und dann war ich so, ja, danke und so. Und er war auch so, mir fällt es gar nicht auf, wenn du zu oder abnimmst. Und ich finde deine Pickel auch nicht schlimm und sowas. Und klar, der ist mein Freund und der liebt mich, aber so, der hat gesagt, wenn ich dich sehen würde, würde ich dich trotzdem hübsch finden. Und nicht jeder würde mich hübsch finden, aber nicht jeder würde sie hübsch finden, aber auch viele finden sie hübsch und mich nicht und so. So ist ja einfach so. Warum appreciaten wir andere Körper so, aber nicht unseren eigenen? Ich finde halt, was man mit diesem Vergleichen dann macht und was das für eine Auswirkung auf einen selbst hat, das ist eben der Punkt, wo man halt einfach eine Entscheidungsmacht hat und Einfluss darauf nehmen kann, ob man jetzt sagt, so, ich lasse das zu mir getten und zweifle an mir selbst oder ob du einfach sagst, so, hey, das ist auch echt ein nicer Bodytype. Ja, aber das macht meinen nicht schlechter. Genau. Ich bin dadurch nicht weniger schön. Und es ist so viel auch einfach Fake. Ja. Es ist einfach auch so viel Fake. Aber es sind immer diese Insta-Models, die Influencer, die berühmten reichen Leute, die, weiß ich nicht, was für Leute, aber guckt euch doch mal warum die Leute aus eurem Umfeld an. Ja, erstens, weil sie Geld haben, sie können sich operieren, wo sie wollen, sie können dem Ideal hinterherstreben, weil sie bearbeiten können. Die haben Zeit des Todes, die können Personal, wenn die einen krassen Körper haben, dann, also weißt du, was ich meine? Ja. So. Ich wollte irgendwas sagen. Genau, das ist auch der Grund, warum ich immer Vlogs auch ungeschminkt mache und so. Weil alle haben gesagt, du traust dich ja sogar mit den Pickeln einen Vlog zu drehen. Das kann man vielleicht auch als Beleidigung ansehen. Also nein, so weißt du dieses, ist schon so weißt du, ich meine? Aber ich sehe es nicht als Beleidigung. Sorry. Ich sehe das so an, wie ihr es auch meint, dass ihr sagt, ich finde es cool von dir, dass du den Vlog auch startest mit deinem ungeschminkten, wirklichen Aufwachgesicht oder mit deinem normalen, ungeschminkten Gesicht. Weil ich auch einfach denke, der Main Point ist, weil ich einfach keinen Bock habe, mich zu schminken. Das ist einfach wirklich, das überwiegt. Ja. Weil ich einfach. So oft, wenn wir chillen, bist du ja auch ungeschminkt. Ja, ich habe einfach. So. Ich gehe auch so oft raus und alle denken sich so, warum schminkst du dich nicht mal? Meine Mutter sagt mir voll oft, warum schminkst du dich nicht mal? Nicht, weil sie sagt, sonst bin ich hässlich, sondern so, mach dich doch mal schön, fühl dich doch mal so ein bisschen. So, wenn man fühlt. Das macht ja auch einen Unterschied. Genau, es macht einen Unterschied. Nicht, dass ich jetzt sag, so, wenn man sich einfach besser fühlt, dann ist man auch besser drauf und dann ist einfach alles besser. Ja. Dann hat man diese Aura um sich rum, dass einfach. Fühlst du dich halt mehr und dann ist alles gut. Aber so, in alles in allem, wir sind alle schön, wie wir sind, egal wie wir aussehen. Und das ist der Point, den wir alle eigentlich spreaden müssen. Einfach so dieses, du musst ja nicht mal alles schön finden, aber so einfach accepting sein. Ich hatte zum Beispiel jetzt die ganze Zeit voll Bock, viel Sport zu machen. Aber halt einfach so, ich gehe halt unglaublich gerne ins Gym und habe gemerkt, dass mich das halt einfach so erfüllt und dass ich da halt so, ja, so einfach mir gibt es so Positivität und für mich war das so ein, wie sagt man das immer, wo ich so mich auslasse. Ja, genau, so ein Ausgleich für alles andere, was ich zur Zeit dann gemacht habe. Ich meine, jetzt gerade mit Corona und so, es geht es halt nicht, aber es war einfach, weil ich dachte so, hey, ich mache das jetzt mal und dann hat mir das Spaß gemacht und ich hatte wirklich Lust drauf und Erfolg drauf und Erfolg dabei und so. Und es geht ja nicht immer auch um den Körper. Ich meine, es gibt Leute, die färben sich die Haare braun, weil sie gerade Bock drauf haben. Darum geht es ja auch. Es geht nicht darum, du hast ja jetzt jemanden auf Insta gesehen oder in Real Life und bist so, fuck, ich will den Po haben oder die, keine Ahnung, oder die getrainierten Arme. So, es geht darum, wenn du gerade Bock hast, deinen Körper ein bisschen zu verändern, dann mach. Wenn du Bock hast, dir die Augenbrauen zu färben, dann mach. Ja. Wenn du Bock hast, die Haare zu schneiden, dann mach. Ich hoffe, ihr habt die Message hierhinter verstanden. Ja. Josie ist ein guter Partner, mit dem man darüber reden kann. Swam, ich bin die letzten Tage echt crazy gegangen über dieses ganze Thema. Ja, es ist einfach. Ich da sehr viel mit beschäftigt. Es beschäftigt halt die heutige Generation einfach sehr, weil es halt über Social Media vor allem ist. Es ist nicht, dass man jemanden irgendwo sieht und ist so, sondern meistens über Social Media. Deswegen, Leute, unsere Tipps: deabonniert Leute, die euch schlecht fühlen lassen über euch selbst. Ganz einfach so zusammengefasst und ändert. Auch wenn das Leute sind, die ihr vielleicht hübsch und toll findet oder so, aber wenn das einfach bei euch auslöst, dass ihr deren Posts anguckt und sagt so, ich bin und nicht ihr mehr fühlt schön. Euch danach scheiße, so, dann. Kick that shit out of your life. So, ich habe das auch gemacht, weil ich habe auch einer gefolgt, wo ich immer so war, so, es war so ein Model-Mädchen halt, keine Ahnung, kein großes Model, aber
Ich fand ihren Körper sauschön. Aber dann ist mir jedes Mal aufgefallen, dass wenn ihre der, Bilder... Die denken mir bumsen. Ja, hab ich auch schon gedacht. Aber wenn dann ihre Bilder in meinem Feed aufgetaucht sind, habe ich danach immer da gesessen und mich selbst hinterfragt. Mich irgendwie nicht so gefühlt. Und dann war ich irgendwann so, das kann's doch nicht sein. Und dann bin ich ihr entfolgt. Und das Ding ist halt auch, es gibt genauso viele Leute, die dich wahrscheinlich angucken und sagen so, boah, die hat aber einen nicen Körper. Wie soll ich auch noch sagen, du halt auch andere Leute anguckst und sagst, boah, die hat aber einen nicen Körper. So, und das ist halt einfach, das muss man sich so hart wieder und wieder wieder irgendwie so klar machen und da selbst drüber nachdenken und boah, ich weiß nicht. Das ist aber auch wirklich so, das habe ich richtig gemerkt, jetzt, wenn ich YouTube mache oder Social Media, jetzt kriege ich richtig viele Komplimente, weil ich halt in der Öffentlichkeit stehe. Ist aber so, weil mich jetzt viel mehr Leute erreichen. Viele Komplimente sind bestimmt auch so dieses, ich denke halt bei vielen Komplimenten auch manchmal so dieses, vielleicht wollte die mir einfach was Süßes sagen, aber denkt es vielleicht nicht. Mir geht es auch darum, dass sie es wirklich denken. Nicht nur sagen, du bist voll hübsch, aber dann innerlich so denken. Ja, genau. Sondern wirklich, ich liebe so Komplimente, wenn es was Bestimmtes ist oder so. Dieses, Ernst, mir ist auffallen in dem Video, du hast voll die schönen Augen, oder? Ja. Mir gefallen deine Finger. Was weiß ich, Digga? Irgendwas. Demnächst so alle Kommentare so, deine Finger sind so schön. Nein, aber weißt du, wenn ich nicht sage, nein, bei manchen denke ich mir so nicht, dass ich eure Komplimente nicht ernst nehme oder mich nicht freue. Ich freue mich ja jedes Einzelne. Aber manchmal denke ich, würde die Person, wenn sie jetzt jemand anderen mit mir darüber, also wenn sie jetzt mit jemand anderen über mich reden würde, würde sie wirklich denken, ich bin wirklich hübsch? Oder hat sie mir das einfach nur gesagt, weil sie lieb sein wollte, was natürlich nicht verwerflich ist. Mhm. Sowas gibt einem trotzdem Confidence. Aber so, ihr müsst euch überlegen, stellt euch mal vor, ihr habt einen YouTube-Account, Kanal, I don't know, und ihr würdet YouTube machen, wie viele Komplimente ihr bekommen würdet. Ihr kriegt das halt nicht mit, weil so wenige Komplimente einfach verteilt werden. Eigentlich müssen wir mal in die Stadt gehen und einfach jedem ein Kompliment machen. Mach das auch gerne. Ich mach das auch gerne, aber ich trau mich halt nicht, weil ich halt auch nie draußen bin eigentlich. Ja. Ach, I don't know. Please just... wir machen jetzt den letzten. Please just love yourself. Ja, perfekt. Okay. So, das war's mit dem Video, Leute. Das war der Long-Ass-Confidence-Talk. Wir hoffen, dass er euch gefallen hat. Ich muss mal gucken, wie ich das Ganze cutte, damit die wichtigen Sachen drin sind. Schwierig. Aber es ist sehr schwierig, dass es kein langes Video wird. Also. Also love your butt, please. Yes. Okay, Leute, wir hoffen natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen was... Was ist das hier eigentlich hier vorne? Du siehst schön aus, wie du bist. Wir hoffen, wir konnten eure Confidence ein bisschen boosten, ein bisschen einfach eure Ansichtsweise auch einfach und dass ihr das einfach mal reflektiert oder vielleicht mal drüber nachdenkt. Ja. Und wenn ihr mehr für so Real Talk seid, auch mit Josie, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Macht's Abend. Macht's gut. Bis dann, bye.